Du bist ein Gott, der mich sieht. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit der Losung aus 1. Mose 16, Vers 13. Du bist ein Gott, der mich sieht. Da klingt ein Staunen in diesen Worten. Das ist nicht dieses, der liebe Gott sieht alles, was so als Drohkulisse von manchen Erziehenden aufgebaut wurde oder vielleicht immer noch wird, hoffentlich immer weniger, sondern das Staunen von Hagar, die hier spricht, du siehst mich ja, du nimmst mich wahr. Hagar war die ägyptische Sklavin von Sarah, von der Frau von Abraham. Sie wird mit hineingezogen in die Familiengeschichte der Abrahamsippe, die ganz schön kompliziert ist. Da ist ein Sohn verheißen und der stellt sich nicht ein und schließlich sagt Sarah zu ihrem Mann, dann kannst du hier das mit meiner Dienerin probieren und die wird schwanger und daraus geht schließlich dann Ismael hervor und Sarah, die das selber angezettelt hatte, ist dann mobbt dann ihre Nebenbuhlerin, so nimmt sie es dann wohl wahr, ihre Rivalin und die flieht und auf dieser Flucht begegnet Gott ihr und sagt, ich sehe dich und ich habe eine Verheißung für dich, ich habe eine Verheißung für deinen Sohn. Das ist nicht der Sohn der Verheißung für den Nachkommen von Abraham, aber ich habe einen Weg für euch. Und sie als Ägypterin hat vielleicht gedacht, ich gehöre da gar nicht dazu, was ja dieser Gott, mit dem meine Herrin und ihr Mann da unterwegs sind, ja, der hat nichts für mich übrig. Ich bin nur eine Ausländerin und Sklavin und Frau und jetzt sagt sie, du siehst mich, du bist ein Gott, der mich sieht. Was ist das für ein Gott? Den will ich kennenlernen, von dem will ich mehr erfahren, das klingt da auch mit. Und diese Begegnungen machen immer wieder, diese Erfahrungen machen immer wieder Menschen, dass sie diesem Gott begegnen können, dass er lebendig ist. Und vielleicht denkst du ja, das ist gut für irgendwelche anderen Leute. Dieser Gott oder dieser Glaube oder dieses Christsein. Oder ja, früher hat das für mich auch irgendwie funktioniert, aber nicht mehr, da habe ich zu viel erlebt. Die Hagar hatte einiges erlebt und zwar von der Familie, die Verheißungsträger war. Und Gott sagt, ich sehe dich. Ich sehe dich. Er sieht dich an. Sagt, was immer du erlebt hast oder was immer du getan hast oder was immer andere dir angetan haben, was du nicht verstehst, wo es auch keine richtig gute Antwort drauf gibt. Ich sehe dich und ich habe einen Weg für dich. Ich habe einen Weg von Heilung, von Wiederherstellung, von Segen. Und du wirst staunen, was ich für ein Gott bin. Ich will dir Mut machen, in diesem Morgen dich auf diesen Gott einzulassen. Wieder neu oder zum allerersten Mal. Und zu erfahren, zu erleben, er sieht dich. Herr, du bist der Herr, der den Einzelnen wahrgenommen hat, der, als du auf der Erde warst, einen Zachäus auf dem Baum gesehen hat und die Frau in der Menge, die dich angerührt hat und die Kinder, die andere wegscheuchen wollten und den Lazarus, der schon im Grab lag und wo es keine Hoffnung mehr gab. Du siehst den Einzelnen, du hast eine Hoffnung für jeden Einzelnen, du hast ein Wort für jeden Einzelnen und ich danke dir, dass du uns so begegnest, als der Gott, der uns sieht. Wir wollen aufschauen zu dir und wir wollen dir begegnen in deiner Wahrheit, in deiner Liebe. Danke, dass du so wundervoll bist. Amen.